dran und schauen uns diesen Uniden einmal an. Mit dem SQ590E setzt die Firma Uniden eine alte Tradition der mechanisch und elektrisch sehr stabilen Receiver fort. Das Topmodell 590E zeichnet sich einmal durch seine wirklich mechanischen Qualitäten aus, aber eben auch durch sein Memory, und zwar 56 Satelliten werden gespeichert, a 99 Kanäle. Das würde zwar jetzt 5544 Kanäle ergeben, stimmt nicht ganz. Sein Memory ist auf 1000 Kanäle beschränkt für Radio und Fernsehen, aber immerhin ausreichend genug. Die Vorderfront des Receivers sieht aus wie die eines jeden anderen Receivers. Die Standby-Paste hier vielleicht etwas ausgebreiteter, ähnlich wie beim Echo-Star vielleicht. Und zwar, wir können hier die Kanäle anwählen ohne Fernbedienung, die Satelliten, die Vorzugskanäle und Bildschirminformationen. Dieser Receiver ist nicht mit Kartenlesern ausgestattet, also keinen Decoder, ist auch nicht wie zum Beispiel der Dreg 2000 darauf vorbereitet. Es handelt sich hier wohl um ein reines DX-Gerät. Man sieht es schon auf der Rückseite, sie ist sehr, sehr gut bestückt. Hat allerdings auch, wie wir gleich sehen werden, einen kleinen Nachteil gegenüber seinem Mitwettbewerber, dem Dreg, aber auch seinem kleinen Bruder, dem SQ550. Auf der linken Seite sehen wir eine kleine Antenne. Diese Antenne ist nun keine Radioantenne, sondern nichts anderes als die Empfangsantenne der UHF-Fernbedienung. Hier sehen wir es dann nochmal aus der Nähe. Auch dieser Anschluss ist in F-Connector-Form ausgerüstet. Für uns etwas unglücklich, denn es könnte mal versehentlich zum falschen Aufstecken der Antenne kommen. Aber wenn man sie drauf lässt, ist gut. Wir sehen hier Input 1 und 2. Zwei Tuner hat das Gerät mit insgesamt drei LNB-Anschlüssen. Der Motor hier oben, und hier sehen wir schon den Nachteil. Er hat nämlich nur einen Motor für den Azimut und nicht wie der kleinere Bruder für Elevation und Azimut. Dazu gibt es die Anschlüsse für den Polarizer magnetisch oder eben mechanisch. Rechts ein kleiner Data-Anschluss, da kommen wir noch drauf zurück. Input 3 sehen wir hier oben, das ist der dritte LNB-Anschluss. Dazu muss man sagen, zwei Tuner hat er. Einer ist für die gesamten Satelliten da und einer ist für einen feststehenden Satelliten da. Tuner 1 hat außerdem eine Threshold-Extension. Hier die Anschlüsse für zwei Decoder, für den Videorekorder und für das Fernsehgerät. Wie üblich dann nochmal zusätzliche Audioausgänge links und rechts und unten noch einmal zwei Decoder-Anschlüsse, und zwar das Baseband und einen Mac-Decoder, der in der Regel ja nicht zurückgeführt wird. Der Modulator wird nicht mehr mit einer Schraube eingestellt, sondern über die Software zwischen Kanal 25 und 55. Und hier noch einmal den Data-Anschluss. Er ist eigentlich gedacht für den Händler, um Daten zwischen zwei Receivern auszutauschen, lässt sich allerdings mit etwas Geschick auch für den PC umarbeiten. Hier das Innenleben des Receivers. Sehr massiv, sehr stabil aufgebaut. Wir sehen hier Tuner 1. Oben die Fernbedienung und dahinter dann hier den Dreiereingang, dahinter die Threshold Extension und den eigenen Empfangsteil für Tuner 2. Der gesamte Empfangsteil hier, schön abgeschirmt, ein sehr schweres Netzteil, der Receiver wird nicht sehr warm. Hier die Verstärkungsleisten, aber auch gleichzeitig Kühlleisten für die Spannungsstabilisator ECs. Die Threshold Extension macht sich angenehm bemerkbar. Wie gesagt, über Tuner 1 ist der Standardwert rund 6 dB.
Wenn wir die Threshold Extension voll gebrauchen, kommen wir auf Werte, die ungefähr um 3,5 dB, hier die untere Linie, sehen werden. Oben die Doppellinie zeigt Tuner 1 und Tuner 2, die nahezu identisch sind. Aber unten sehen wir schon, im unteren Bereich beginnt er bei ca. 3,6, fällt dann langsam ab in den 3,5 Bereich, hält sich dort auf. Zwei Fernbedienungen hat das Gerät. Die linke ist für die Vorprogrammierung des Gerätes da oder eben für den richtigen DXer. Sie ist also reichlich ausgestattet mit allen möglichen Tasten zur Programmierung. Und hier die kleine Bedienung, die für den täglichen Gebrauch da ist, mit der wirklich jeder in der Familie umgehen kann. Das Installationsmenü, das Programmieren der Satelliten, des Modulators. Hier können wir die einzelnen Satelliten dann programmieren, Updates machen. Der Clark Arc ist zum Einstellen der Automatik da, und zwar des ersten Suchens aller Satelliten. Hier sehen wir dann die RF-Konfiguration. Nachdem wir drei Eingänge haben, haben wir natürlich auch drei LOF-Einstellmöglichkeiten. Und hier sehen wir die Standardwerte für die LOF. Diese sind alle veränderbar, selbst für zum Beispiel die Frequenz 1215 könnten wir einstellen für den Empfang des Raumschiffs Mir. Hier die 0 und 12 Volt Schaltung und 13, 18 Volt Schaltung. Noch einmal den Tuner 2, genauso frei einstellbar. Hier werden wie üblich die Limits gesetzt. Und wir machen es hier mal auf dem Intelsat 57 Grad Ost mit dem Programm MTA. Hier sehen wir ihn mit 6 dB, also doch ziemlich verrauscht an einer 1,40 Meter Antenne. Und wir versuchen jetzt einmal, dieses zu verändern. Wir sehen hier nochmal den Master Reset. Müssen wir ein Passwort eingeben, das in der Bedienungsanleitung enthalten ist. Wir können hier die Sprachen einstellen zwischen Englisch und Deutsch. Leider nicht mehr. Das unterscheidet ihn auch etwas vom Dreh. Hier natürlich die Uhr. Und die Decoder. Hier der Datatransfer zwischen zwei Receivern, aber wie gesagt auch zu missbrauchen für den PC, wenn einer geschickt genug ist. Wir können hier umstellen das On-Screen-Display, das heißt den Hintergrund zwischen grün und grau. Und wir kommen nochmal zu unserem Bild zurück, und jetzt haben wir das Menü eingestellt für die Threshold Extension. Wie gesagt, im Moment sind es 6 dB und wir versuchen aus diesem Bild jetzt etwas mehr herauszuholen. Wir sehen jetzt die Verbesserung, aber auch hier besteht natürlich die Gefahr der zu starken Eingrenzung dann zum Schluss in der Bandbreite, und es würde zu Ausreißern kommen. Wir sehen das hier schon etwas an den vertikalen Linien, die Ausreißer nehmen dann wieder zu. Wir müssen irgendwo einen Mittelwert finden. इस तरह फैमिलीज की हमने दो हितों में हाथों में हमने तकसीम किया हुआ है फैमिली नंबर वन फैमिली नंबर दो इसके बाद सिंगल जो हमारे हैं दोस्त जो कि फैमिलीज के साथ नहीं आएंगे diesen Wert könnte man ungefähr lassen. Er reicht auf jeden Fall, um dieses Programm über 57 Grad Ost, das ja nicht allzu stark ist, recht gut bei einem 1,40 Meter Spiegel zu empfangen. Sehen es hier noch einmal. Auch das Audio können wir natürlich einstellen in den Bandbreiten 150, 280 und 400 Kilohertz. Es ist hier nicht aufgeführt, sondern einfach in Narrow, Middle and Wide.
Im Audioverhalten zeigt er sich recht angenehm, dieser Receiver. Es kommt also nicht zu diesem fürchterlichen Kratzen, auch im schmalen Bereich nicht. Man hört es zwar etwas, aber es ist auszuhalten. Aber bei vielen anderen Receivern kratzt es dann schon fürchterlich. Er hat keine separate Threshold Extension für das Audiosignal. Hier sehen wir unten rechts Picture in Picture. Im Moment haben wir keine Quelle angestellt. Hier haben wir jetzt einfach mal statt eines zweiten Satellitenbildes oder anderen Bildes unsere zweite Kamera eingestellt. Wir können umschalten zwischen dem kleinen Bild und dem großen, was wir jetzt hier getan haben. Wir können das kleine Bild einfrieren. Es bleibt jetzt stehen und dann geht es wieder weiter. Hier sehen wir es noch einmal. Kleiner machen das kleine Bild und wieder zurück, gewechselt. Unser Kamerabild ist jetzt unten rechts wieder drin. Das Bild lässt sich natürlich auch bewegen in eine der vier Ecken. Hier sehen wir das die Update der Satelliten. Man ist also bis 105 Grad Ost gegangen. Also alles, was irgendwie in Europa erreichbar ist, ist hier drin aufgenommen worden. Einige Satelliten müssten wohl verändert werden, weil eben gerade bei Intelsat sehr viele Veränderungen stattgefunden haben. Da kann man sehr leicht die neue Nummer bzw. den neuen Namen eingeben. Hier die automatische Erstprogrammierung, ist die Antenne mal gut eingestellt, gibt man zwei Satelliten ein, dann drei und der Motor oder der Satellitenempfänger wird automatisch sich seine Satelliten suchen. Hier haben wir ein wesentlich schwächeres Signal, ebenfalls über die Position 57 Grad und zwar 1,40 Meter, 6 dB. Viel ist es nicht und wir versuchen jetzt aus diesem Bild etwas zu machen. Er schafft es aber nicht, in die Farbe zu kommen. Das ist der Sender NEPC. Leute mit einer größeren Antenne werden natürlich lachen. 1,80 Meter oder 2,40 Meter sagen für mich kein Problem. Aber wie gesagt, an einer kleineren Antenne sieht das Signal nun mal recht hässlich aus. Und hier kann der Receiver schon einiges. Hier zieht er ungefähr gleich mit dem Drake und auch mit dem EchoStar LT8700. Ab und zu gibt es Farbdurchbrüche, aber so richtig in Farbe kommt er halt nicht. Wir können es hier mit dem Audio nochmal versuchen. Viel holt man natürlich hier dann auch nicht mehr raus. Auch im Audiomenü können wir das Signal über einen externen Decoder laufen lassen. Zum Beispiel dann, wenn ein Signal im Audio kodiert ist. Diese Funktion können wir natürlich ausschalten, in diesem Fall. Man sieht es schon, viel ist jetzt im Audio nicht mehr zu holen. Wir gehen zurück nach 6,5, Originalsignal. Wir haben hier bewusst ein so schwaches Bild genommen, um ganz einfach mal die Möglichkeiten des Receivers aufzuzeigen. Man könnte damit leben, aber einen Spielfilm möchte ich da so auch nicht sehen. Aber immerhin für den DXer wahrscheinlich ausreichend. Hier sehen wir jetzt auf dem Hotbird ein Signal und zwar viel Rot, viel Gelb. Und wenn Sie jetzt Rauschen sehen sollten, dann liegt es an Ihrem eigenen Receiver, denn hier ist absolut kein Rauschen zu sehen, kein einengender Filter. Obwohl dieser Receiver mit 1827 MHz läuft,
Es ist ein absolut sauberes Bild. Auch im Ton erschien er uns sehr sauber. Er hat kein Wegener Panda, also einfach ein digitales Rauschunterdrückungssystem, aber angenehm und sauber. Wir kommen nochmal zurück auf die wichtigsten Punkte dieses Receivers. 1000 Kanäle Memory, 56 Satellitenpositionen, 2 Tuner und 3 LNB-Eingänge. Eine gute Threshold-Extension, die runtergeht bis etwa 3,4 dB, im Normalzustand 6 dB. Der zweite Tuner ist davon nicht betroffen, der ist für irgendeinen festen Satelliten gedacht. Im Decoder-Test hat er Mac und auch PAL-Decoder einwandfrei akzeptiert. Ansonsten ist er ausgestattet mit allen Schaltmöglichkeiten, 0 und 12 Volt, 22 kHz. Der Empfangsbereich geht bis 2050 MHz, 2150 wären uns allerdings lieber. Und das hat sein kleiner Bruder.